Derzeit ist es in Berlin nicht erlaubt, sich mit mehr als zwei Personen zu treffen. Gleiches gilt auch für Ansammlungen und Versammlungen. Zum Schutz ihrer Gesundheit und ihrer Mitmenschen fordert sie die Polizei dazu auf, sich auf direktem Wege nach Hause zu begeben. Halten Sie dabei bitte den erforderlichen Abstand von 1,50 Meter ein und entfernen Sie sich in Gruppen von maximal zwei Personen. Wir bedanken uns für Ihr Mitwirken, Ihre Berliner Polizei. Ich hatte Corona. Es hat am 15. März 2020, also vor jetzt ungefähr 8 Wochen, hatte ich meinen ersten Krankheitstag und war dann, ich habe es extra gezählt, 22 Tage richtig krank. Erst 7 Tage hier auf diesem Sofa und dann war ich 10 Tage im Krankenhaus. Und dann war ich, als ich entlassen wurde, war ich halt noch schwach, habe mich aber schon besser gefühlt, aber auch die meiste Zeit hier auf dem Sofa gelegen. Es ist doch klar, dass wenn ein Virus sich so schnell ausbreitet wie dieses, sie keine Möglichkeit haben, mit allem, was sie tun wollen oder tun, zu tun gedenken, die Ausbreitung des Virus auf der Welt zu verhindern. Die Tatsache ist, das Virus ist wahrscheinlich schon längst unter uns. Viren sind ja nicht per se schlecht. Die sind ja auch dafür da, dass man sich entwickelt, dass man dieses Immunsystem so ein bisschen anpasst und wächst und Herausforderungen hat. Die sind auch für Mutationen teilweise zuständig, die auch größere Sprünge machen in der Entwicklung. Das heißt, Viren sind ja nicht unsere Feinde. Die werden ja zu Feinde gemacht. Das hat dann natürlich auch mit Profitgründen zu tun. Auf alle Fälle in einer geldfreien Gesellschaft würde man diese Krise überhaupt nicht in dieser Form haben. Das ist so wie so ein Grippevirus. Der ändert sich ständig, hast du vollkommen recht. Und irgendwann wird dieses Covid mit, wenn ich jetzt genug impfen lassen, dann gibt es wahrscheinlich eine Herd-Immunität. Das ist so wie ein Waldbrand, der breitet sich aus, aber dann ist ein Fluss da, da kommt er nicht rüber. Und dann irgendwann kann der sich nicht weiter ausbreiten, dann versiegt das im Sand. Meiner Meinung nach beugt sich die Politik ja weniger den Fakten und den Wissenschaftlern als der öffentlichen Meinung. Und wenn wir jetzt und den Umfragen. Und was mich ja natürlich wahnsinnig erschreckt, dass die Bürger plötzlich eingesperrt sind und wissen, sie verlieren alles, oder sie sind vielleicht gar nicht so bewusst wie mir oder denjenigen, die in der Wirtschaft tätig sind, was alles jetzt verlustig geht durch 2 Monate Lockdown und was dann nicht mehr hochkommt, dass die Politik dann den Zuspruch hat und dass nicht erstmal jeder sagt, nicht mit mir. Jeder denkt, wenn man ihm sagt, du stirbst, dann gerät man in Panik. Ich lasse mich durch das, was in meinem Kopf vorgeht und was andere versuchen in meinem Kopf, gar nicht einschüchtern. Es ist ein großes Spiel, denn, und das ist das Schöne, es gibt ja auf jeden Fall einen Exit. Ich werde auf jeden Fall diesem Irrsinn entkommen, weil ich sterbe, Gott sei Dank.